Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution und in dieser Folge müssen wir unsere erste Prüfung schreiben. Tatsächlich, dafür gehen wir in das Klassenzimmer. In der letzten Folge haben wir uns sehr gut eigentlich vorbereitet, denn wir haben Zane geschlagen. Und sollte das nicht ausreichen, habe ich hier tatsächlich meinen Laptop neben mir stehen. Wenn ich eine Frage nicht weiß, dann würde ich das mal ganz schnell googeln. Also ich werde so ein bisschen mogeln, glaube ich. Aber ich bin in der Hoffnung, dass wir das auch so schaffen. So, ich bin wirklich gespannt, wie das aussehen wird. Ich denke, wir müssen Effekte irgendwie wissen von Einzelkarten. Und wenn das jetzt solche Karten sind, die man kennt, dann sollte das kein Problem darstellen. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht kommt ja auch eine Karte dran, die man nicht kennt. Heute haben wir eine ganz, ganz lustige Prüfung. Sie besteht aus zwei Teilen, schriftlich und praktisch. Okay, beginnen wir zuerst mit der schriftlichen Prüfung. Aus den Antworten auf die Fragen muss die richtige ausgewählt werden. Die schriftliche Prüfung beginnt jetzt. Oh, mir schlottern die Knie. Frage Nummer 1. Wie nennt man es, wenn man Karten von seinem Deck nimmt? Also das ist ja mal mega einfach. Natürlich Shuffle, ne? Nein, das ist natürlich die Phase. Oder Stuck. Nee. Ich ziehe... Frage 2. Welcher Zauber verbleibt nach der Anwendung auf dem Feld? Das sind natürlich hier... Klebender Zauber. Ja, der klebt natürlich, ne, am Spielfeld und... Patafix ist dann natürlich sehr effektiv. Nein, permanenter Zauber, natürlich. Frage Nummer 3. Dreimaliges Duellieren, um einen Sieger zu ermitteln, heißt... Das ist natürlich der Eintopf. Aber man darf dazu natürlich nicht den Suppenkessel... Quatsch hier, den... Suppenlöffel darf man natürlich nicht dabei vergessen, ne? Nee, ist natürlich das Match... Das wissen wir. Frage Nummer 4. Was ist die höchste Stufe, die eine Monsterkarte haben kann? Das ist eigentlich auch ganz simpel. Stufe 12. Welche Karte hat denn Stufe 12? Der blauäugige ultimative Drache, glaube ich. Also der Ultradrache von Seto Kaiba. Und bestimmt auch die ein oder andere Karte... Die Götterkarten zum Beispiel haben 10 Sterne. Oder Stufen. Frage Nummer 5. Limitierte Karte. Wie viele Kopien dürfen in deinem Deck sein? Limitiert heißt ja... einmal, ne? Oder heißt es... Warte, nein. Limitiert, semi-limitiert gibt es ja. Und... Eigentlich eine pro limitierte Karte, oder? Sonst heißt es ja semi-limitiert oder weiß nicht was. Ich glaube, dreimal ist natürlich normal, ne? Also, eigentlich kann das nur einer von den beiden sein. Und ich glaube, zweimal heißt dann semi-limitiert. Also sagen wir mal einmal. Die schriftliche Prüfung ist zu Ende. Als nächstes kommt die praktische Prüfung. Wenn ihr bereit seid, dann geht's zum Duellfeld. Okay, euer Gegner wartet bereits. Wer wird unser Gegner sein? Ich bin gespannt. So habe ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Das Duellfeld. Und wer steht da gleich? Oh! Ein Slifer Red Student. Hi. Wenn du bereit bist, red mit dem Gegner. Hi, Jillian. Sieht so aus, als würden wir uns in der Prüfung duellieren. Und ich werde auf keinen Fall durchfallen. Es geht los. Gut. Bisher habe ich mir das schwerer vorgestellt, aber das Duell kann natürlich auch böse enden. Ich hoffe mal, dass wir uns nicht blamieren. Aber davon wollen wir nicht ausgehen.
Schere, Stein, Papier. Der gute alte Stein, der gewinnt immer. Auch in diesem Fall. Gut. Okay, Grundlagen. Heißt sein Deck. Ich tue es. Gut. Sehr gut. Also der Anfang ist wirklich sehr, sehr gut. Da können wir uns nicht beschweren. Wir spielen als erstes den Fisch. Und aktivieren ein legendärer Ozean. Somit hat die Karte 2000 Angriffspunkte. Das ist doch wirklich schmächtig und prächtig. Mit dieser Karte können wir eine Fallenkarte annullieren. Und mit dieser Karte können wir einen Monster-Effekt annullieren und dann die Karte auch noch zerstören. Besser geht's doch nicht. Klasse, freut mich. Mal gucken, was er macht. Finde ich cool, dass ein Duell dabei ist. Oh nein, die ist gar nicht mal so schlecht. Somit kommt unsere Karte wieder auf unser Deck. Dafür muss er natürlich eine Karte abwerfen, das ist klar. Und er spielt eine ebenso starke Karte und sogar noch eine Wasserkarte. Oh nein, wir sind ja ungeschützt. Sander, viel ist Sander. also das ist ja echt bitter. Ei. Ein satter Schaden, tatsächlich. Oh, welche Karte haben wir da denn gezogen? Das kann ja auch mächtig in die Hose gehen. Echt jetzt? Das kann wirklich schwer werden. Natürlich spielen wir jetzt den Fisch. Also, gut, die Stufe wird reduziert, aber bringt uns jetzt herzlich wenig. Ja, ich muss diese Karte jetzt beschwören. Ich weiß nicht, ob ich seine Karte angreife. Er könnte die Karte ja auch als Tribut anbieten. Und das wäre natürlich sehr gefährlich. Davor habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt angreife und er spielt eine stärkere Karte, dann ist das auch sehr riskant. Ich hoffe mal, er macht nichts Großes. Sonst kann das böse enden. Wasser gegen Wasser. Wer ist stärker? Er setzt ein Monster, zum Glück. Da können wir nur von Glück reden. Und die Karte ist natürlich super jetzt. Denn die hat ja dann 2050 Punkte. Und somit verliert er 50 Lebenspunkte und seine Karte wird dann dementsprechend zerstört. So. Was hast du denn da? Eine sehr mächtige Karte oder... Nee. Donnerpinguin. Oder Bolzenpinguin. Kennen wir von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Die Karte ist uns bekannt und hat uns sogar schon geholfen. Damals, als wir den doppelköpfigen Donnerdrachen gespielt haben. Das ist ja ziemlich oft passiert. So, sollte ich eine Karte als Tribut anbieten oder sollte ich diese Karte spielen? Denn die kann ja tatsächlich zweimal angreifen in der Battlephase. Und das wäre natürlich jetzt optimal, um die Führung wieder zu übernehmen. Aber dort könnte natürlich auch eine Karte liegen mit 2000 Verteidigungs- oder 2200 Punkten. Wird ja verstärkt. Ja, das ist cool. Ein legendärer Ozean wird als Umi behandelt. Somit kann unsere Karte durch den eigenen Effekt zweimal direkt angreifen. Oder allgemein zweimal angreifen. In diesem Fall ist es halt ein direkter Angriff. Oder zwei. Gut, nochmal minus 2000 und dann sieht das doch schon mal sehr gut aus für uns. Und hoffen wir mal, dass wir diese Prüfung dann bestehen. Sicherheitshalber würde ich diese Karte verdeckt spielen. Somit, wenn er uns angreift, würden wir einen Powerschub von 500 Punkten bekommen. Und das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt kommt er mit so einer Karte. Somit kann er zwei Wassermonster
mit 1500 oder weniger Attika aus dem Friedhof holen, aber das sind jetzt keine mächtigen Karten. Und er setzt eine Karte verdeckt und ich glaube, das war's. Ich denke, das Duell haben wir gleich gewonnen. Einfach so könnten wir eine Karte als Tribut anbieten, um einfach nochmal ein starkes Monster auf dem Feld zu haben. 2600 Punkte, das ist doch wirklich super klasse. Somit sollten wir dieses Duell auf jeden Fall gewinnen. Außer da liegt noch irgendwas Böses. Das stimmt allerdings nicht. Somit haben wir tatsächlich dieses Duell gewonnen. Einmal 2600 reicht aus, um ihn zu bezwingen. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir bekommen, denn es ist ja eine Prüfung und die haben wir bestanden, so gesehen. Eigentlich müssten wir die Prüfung mit 100% bestanden haben. Nein, kann nicht. Wir haben ja nur noch 6000 Lebenspunkte. Wir haben 2000 Lebenspunkte verloren und somit verlieren wir bestimmt auch ein paar Prozentpunkte, würde ich sagen. Bekommen wir denn schon direkt das Ergebnis? 116. Ja, ist jetzt natürlich nicht so viel. Könnte mehr sein. Verstanden? Wortwitz. Könnte mehr sein. Wir haben ja ein Wasserdeck mehr und so. Mann, war das schlecht. Okay. Lassen wir das lieber. Stopp! Du hast alle Prüfungen durchlaufen. Ich maile dir morgen deine Ergebnisse. Du kannst gehen. Okay. Wechseln wir denn schon direkt den Tag, oder? Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Nein, da ist die Mail. Ich will die gar nicht öffnen. Vielleicht habe ich jetzt auch total versagt. Könnte ja sein. Tatsächlich, ich habe gerade ein bisschen Schiss. E-Mail. Prüfungsergebnis. Okay. Erstmal überspringen und dann... Du hast 100%, wunderbar. Ich bin sprachlos. Krass, 100%. Obwohl wir nur mit 6000 Lebenspunkten gewonnen haben. Hammer, wir haben alles richtig gemacht. Coole Sache. Das freut mich. Jetzt ist es schon Donnerstag. Nein. Oder nein, ich habe mir schon Karten gekauft. Hey, dumm. Stimmt, das habe ich ja vorher gemacht. Gut, dass ich das vorher gemacht habe. Weil jetzt ist es ja schon Donnerstag und jetzt könnten wir kein Wasserpack mehr kaufen, weil man das Wasserpack ja nur am Donnerstag, Quatsch, hier am Mittwoch kaufen kann. Liste der Duellanten würde ich mir gerne mal angucken. Wie weit wir denn sind. Eineinhalb Herzen haben wir bei Jaden und zweieinhalb bei Cyrus. Bei Zane haben wir tatsächlich schon ein Herz. Wo kommt denn das her? Aber wir haben schon deutlich mehr hier aufgelistet als vorher. Das Valiant Crawler und da kann man auch keine Herzen sammeln. Wie zum Beispiel hier auch bei Damon. Da sieht man auch, dass Damon zu Obelisk Blue gehört. Hier sind die Cypherette-Studenten, beziehungsweise hier Obelisk Blue. Die Charaktere. Die da noch hinzugefügt wurden hier beim Spiel. Um das Spiel etwas zu füllen. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns einmal die Katze Pharao. Und sprechen dann wieder mit allen. Ist, denke ich, eine gute Idee. Wo ist denn die Katze? Bestimmt wieder bei der gelben Unterkunft. Ganz bestimmt. Gelber Schlafsaal. Okay. Ja, mal gucken. Vielleicht müssen wir jetzt wieder ein Sandwich geben oder die Katze folgt uns so. Na, hast du gute Laune, Katze? Oder... Ach, sie dreht sich schon um, also... Miau. Ich würde sagen, Hals streicheln. Du streichelst ihm den Hals. Miau. Er scheint dich zu mögen. Es klappt. Sehr gut. Das freut mich.
Somit müssen wir kein Sandwich dafür verbrauchen. Ja. Ich würde dann erstmal hier hingehen. Da müsste ja dann Chaz sein und Zane. Wir könnten ja nicht mal mit beiden sprechen. Vielleicht geht das ja. Sollte auf jeden Fall gehen. Warum sollte das nicht gehen? Er ist wütend. Aber warum ist er wütend? Ich glaube, ein Sandwich wird ihn aufmuntern. Das einfache Sandwich mag er, glaube ich, ganz gerne. Daher kriegt er das auch. Ist das Sandwich für mich? Verstehe, danke. Soll ich es jetzt essen? Schluck. Da ist nichts drin. Ja, das ist gut. Danke. Allerdings kam jetzt kein Geräusch im Hintergrund. Sonst kommt immer so ein Blink. Das ist diesmal nicht passiert. Oh, hey, Wilke. Wir laufen uns aber wirklich oft über den Weg. Er hat, glaube ich, genug von uns. Kann das sein? Wo ist denn Chaz? Hi. Wie geht's? Er ist ziemlich wütend. Ich habe keine Zeit, um mit einem Verlierer wie dir zu reden. Verschwinde! Er wird nicht mit dir sprechen. Das hört sich ja gar nicht gut an. Möchtest du vielleicht ein Sandwich hier? Was mag denn jeder? Kroketten, hier, bitteschön. Magst du das? Ich habe keine Zeit, um mit einem Verlierer wie dir zu reden. Verschwinde! Er will auch kein Sandwich. Das ist aber doof. Das freut mich nicht. Okay. Dann müssen wir noch zu Bastian. Und dann werden wir den Unterricht besuchen. Dann sind die meisten ja im Laden. Beziehungsweise Alexis ist ja dann im Klassenzimmer, können wir dann auch nochmal mitsprechen. Hi, Bastian. Wie geht es dir? Hallo, Wilke. Bist du auch gekommen, um das Meer zu sehen? Immer, wenn ich mir das Meer ansehe, werden alle meine Sorgen weggewaschen. Miau. Hey, Pharao. Worüber willst du reden? Ich würde sagen, Duelle? Bist du sicher, dass ich mit dir reden kann? Und das war ein gutes Gespräch. Klasse, dann bekommst du noch ein Sandwich von mir, falls wir ein gesundes Sandwich haben. Normales Eier-Sandwich? Er mag ja gesunde Sachen, aber Ei ist doch eigentlich gesund. Jeder mag Ei. Bitte, was, du gibst mir dieses Sandwich? Wirklich, danke, ich nehme es. Kau-Kau. Normales Eier-Sandwich? Das ist schon nicht schlecht. Danke. Cool. Das läuft doch super. Nicht schlecht, Herr Specht. Somit werden wir erstmal den Unterricht besuchen, dann mit Alexis sprechen und dann werden wir in den Laden gehen und nochmal mit Jane, Cyrus und Chandi reden. Damit sich die Herzen auch füllen. Das wäre natürlich super. Und das dauert ein bisschen. Hier können wir bekanntlich die Zeit wieder totschlagen. Also bei diesem Let's Play wiederholt sich einiges. In der nächsten Folge werden wir dann, glaube ich, wieder ein spannendes Duell machen. Diesmal gegen... Gegen wen könnten wir uns denn noch duellieren? Die meisten haben wir ja schon. Sogar Zane. Mikrofontest. 1, 2, 1, 2, Polizei. 3, 4. Nein, lass mir das. Hält der Kanzler heute nicht seine Speziallektion? Er hat außerhalb zu tun und ich vertrete ihn. Nennt mich ab heute Kanzler Crowler. Kanzler Crowler. Und vielleicht vertrete ich Shepard dauerhaft. Das wollen wir aber nicht hoffen. Ah, da ist auch schon wieder. Aushilfskanzler Crowler.
Nennt mich da etwa jemand Aushilfskanzler? Igitt, Kanzler Shepard, ich dachte, Sie wären schon weg. Ich habe es mir anders überlegt. Sie wollen mich also ersetzen? Schluck. Ja, Quaula, das war ein bisschen peinlich, aber gut. Die heutige Lektion ist damit beendet. Und somit erhalten wir die Möglichkeit, mit Alexis zu reden. Und dann besuchen wir noch den Laden. So. Hi, Alexis. Ich frage euch einfach mal, gegen wen sollen wir uns in der nächsten Folge duellieren? Wen wollt ihr noch gerne sehen? Vielleicht hier die beiden hier, die Mädels neben Alexis. Ich glaube, die eine heißt Mindy oder Mandy. Weiß ich nicht so genau. Also der Unterricht ist schon eine Weile zu Ende. Miau. Oh, Pharao. Worüber willst du reden? Gerüchte. Gerüchte was? Hm, nicht viel. Gut, das war ein neutrales Gespräch. Also hat nicht viel gebracht. Würde ich mal so sagen. Ja, dann besuchen wir noch den Laden und dann würde ich die Folge erstmal beenden. Das Duellfeld könnten wir auch nochmal besuchen. Gegen wen könnten wir uns denn nochmal duellieren? Gegen... Ach, hier. Es gibt einen Gegner, der taucht nur um 23 Uhr auf. Und gegen den werden wir uns, falls ihr nicht andere Vorschläge habt, in der nächsten Folge duellieren, würde ich mal einfach so sagen. Aber ihr könnt auch gerne schreiben, ich will nochmal Jaden sehen oder so, dann werden wir das vorziehen, falls die andere Folge noch nicht raus ist. So, reden wir mit Shumley. Wilke, was hast du heute gekauft? Ein Set oder ein Sandwich? Keins von beiden. Miau. Hey, Pharao. Ich würde diesmal mal Hobbys sagen. Willst du mit mir reden? Auch ein sehr schönes Gespräch. Dann möchtest du bestimmt noch ein Sandwich haben. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Scharfes China-Kohl-Sandwich. Alle lieben diesen scharfen Geschmack. Steht dort unten daher. Bin ich positiv gestimmt? Ich hoffe, er mag es. Scharfes China-Kohl-Sandwich? Hm, nicht übel. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Und somit kommt nochmal Cyrus dran. Habt ihr irgendwie eine Idee, wie sich die Herzen schneller füllen? Oder mache ich das schon richtig? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe mir in letzter Zeit viele Sets gekauft, aber ich kann einfach kein dunkles Magiermädchen finden. Ist ja auch Yugis Karte. Miau. Oh, Pharao. Und die Akademie, das hört sich doch ganz cool an. Aha, genau zu dir wollte ich. Und da hört ihr wieder das Signal im Hintergrund. Das Gespräch war erfolgreich. Jetzt kommt natürlich noch Jaden dran. Hey Wilke, bist du gerade beim Shoppen? Pass auf, dass du nicht deine ganze Kohle verballerst. Schon passiert. Miau. Hey Pharao. Worüber willst du reden? Was hatten wir denn noch nicht? Duelle hatten wir schon, Hobbys. Eigentlich hatten wir alle schon, also fangen wir wieder bei Duelle an. Ich habe gerade gedacht, dass ich mit dir reden will. Ja, perfekt. Und somit kriegst du noch ein Sandwich. Ich würde mal sagen, hier, Makrelen-Sandwich. Das ist doch genau dein Ding. Nein, Spaß. Aber wird er bestimmt mögen, denke ich. Makrelen-Sandwich, ich stehe voll auf das Zeug. Köstlich, er scheint wirklich alles zu mögen. Selbst den schrecklich riechenden Fisch. Okay, gut. Dann sollte das erstmal für diese Folge reichen. In der nächsten Folge werden wir entweder den unbekannten Gegner bezwingen oder ihr habt vielleicht eine andere Idee. Daher könnt ihr mir gerne mitteilen.
So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.